Hiphop.de auf dem Splash 16 mit Elmo und Mo Trip. Die beiden Brüder, wie geht's euch? Mir geht's sehr gut. Mir auch, ebenfalls. Danke. Wie lange seid ihr hier? Ja, alles cool. Cool. Interviewmarathon, korrekt. Ja. Wie wir, aber cool. Ja, wir sind seit heute hier, beziehungsweise seit gestern Nacht. Wir sind aus Frauenfeld angereist und es war ein wahnsinniges Wochenende. Und für uns das erste Mal so und war sehr, sehr geil. Das heißt, ihr habt schon einen Auftritt hinter euch an diesem Wochenende. Ja, gestern Frauenfeld und heute Splash und es war einfach nur Wahnsinn. Gestern wurde heute einfach nochmal getoppt. Wir dachten gestern schon Wahnsinn und ich weiß, was du sagst. Also heute war einfach nochmal Heute hat gestern getoppt. Ja, du hast umgekehrt gesagt. Also, ja, finde ich auch. Einfach nochmal eine Stufe krasser. Da waren noch mehr Leute und. Echt? Aber Frauenfeld ist doch auch extremst riesig. Ja, aber auch voll. Aber ich habe das Gefühl gehabt, oder? War im Frauenfeld mehr? So, nee, es war schon ziemlich voll gestern auch. Kommt aufs Gleiche, glaube ich, hin. Aber die Stimmung fand ich hier nochmal geiler als gestern auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, hier sind mehr Mode-Trip-Text-Hörer bei gewesen. Die Leute waren hier mehr dabei mit den Texten. Bei Joker auch, bei Elmo auch. Das Publikum ist hier auch auf jeden Fall anders und vielleicht noch szeniger so vielleicht als auf dem Frauenfeld. Das ist halt eben dafür größer. Ja, cool. Ja. Hat wirklich Spaß gemacht. Krass, mal eben aus der Schweiz hochfahren und dann direkt in den Snow. Bei uns wirklich, Alter. War auch das erste Mal, dass es so war. Und ich habe damals, als ich zum Splash kam, gehört, ach was, nur hier. Die richtig coolen machen ja das und das. Und seit dem Zeitpunkt wollte ich das natürlich auch machen. Wir sind froh, dass wir beides geschafft haben, nicht heiser. Die Auftritte waren super und wir sind voll glücklich, wirklich. War das eigentlich im letzten Jahr, wo es so Probleme mit deinem Splash-Auftritt gab? Ich habe auf dem Weg hierhin gesundheitliche Probleme bekommen, musste ins Krankenhaus, notfallmäßig. Und kam dann trotzdem am nächsten Tag her, wollte meinen Auftritt nachholen, ging dann irgendwie nicht, verstehe ich auch. Aber ist dann einfach ausgefallen und das war natürlich für mich traurig, für jeden, der... Und ich habe schon ein paar Mails bekommen mit, ey, ich kam so weit, um dich zu sehen und dann bist du da nicht. Und es tut mir für jeden, der das wirklich so empfunden hat, leid, aber ich hoffe, ich konnte es dieses Jahr wieder gut machen. Und ihr wisst, ich meine, die Gesundheit hat man nicht in der Hand, was soll man machen? Wenn man ins Krankenhaus muss, dann kann man nicht allzu viel tun, wa? Ja. Aber dafür hast du dieses Jahr deinen Auftritt gehabt. Gott sei Dank. Und ihr sagt, es war geil, ich sehe hier nichts, ich sitze ja hier immer und höre nur die Musik vom Weiten. Was habt ihr denn gemacht? Ist einfach auf der Bühne performen und Präsenz haben oder grüner Rauch oder was war das Konzept? Nee, also das war schon mehr straight Rap. Wir haben einfach gerappt. Das ist ja auch ein strammes Programm. Man hat ja auch nicht so viel Zeit, wie man möchte. Wir haben versucht natürlich zwischen jedem Song zwei, drei Takte zu sagen, damit das nicht einfach nur stur Song nach Song abspielen. Aber jetzt hier von wegen grüner Rauch und so, das kommt dann vielleicht nächstes, übernächstes Jahr, wann auch immer. Ich hoffe, irgendwann kommt es auf jeden Fall. Der Rauch darf wahrscheinlich zwar nicht sein, aber... Oder er wird grün, aber von was anderem so, weißt du? Was ich sagen will, ist, und darüber haben wir wirklich eben geredet, wenn wir jetzt um 16.30 Uhr dann auch sowas auspacken, was uns dann nochmal 4.000 Euro kostet, wo wir dann hier Minus machen. Also wir können uns das einfach leider Gottes nicht erlauben. Es liegt nicht daran, dass wir nicht kreativ genug sind oder nicht Bock hätten, dass da noch zwei Tänzer und am liebsten mit einer Liveband, wie das auch eine Zeit lang war. Es ist alles kostenspielig und ich will jetzt gar nicht rumheulen, aber das ist einfach echt, also wir würden es selber gern größer machen, aber wenn man dann den 16.30 Uhr oder Viertel vor 5 Slot hat, dann spiel deine Songs und tu nicht einen auf, hier, guck mal meine Show. Wenn ich auf der Hauptbühne eines Tages stehe, dann zeige ich, was ich da bieten könnte. Wenn es heute voll war und gut lief, dann sollte das ja auch passen. Ich finde auch, darum geht es ja unterm Strich. Aber natürlich unterstützt jedes Gimmick, ob es Licht, Wand oder alles, unterstützt natürlich die Atmosphäre einer Show. Aber wenn du kacke rappst oder Playback, dann ist mir das irgendwie nicht wichtiger, wenn da irgendwas auf der Bühne cool ist. Also, mir geht es um Rap und ich glaube den Leuten hier auch. Könnte auch gut sein, dass es nächstes Jahr alles schon anders aussieht, weil es dann vielleicht noch ein weiteres Album gibt. Hoffentlich. Und ich denke eigentlich, da müsste man auch große Erfolge erwarten dürfen, oder? Wie siehst du das? Hast du eigentlich Druck deshalb? Ja. Weil ich höre oft genug von Leuten so, ey, das Motrip-Album, das wird das Ding. Oh, krass. So. Ehrlich? Siehst du das? Jetzt hast du mich noch mehr gefickt. Das sind meine eigenen Probleme. Und natürlich, Alter, ich rede mit ihm, zeig ihm jede Silbe, frag ihn, ist das möglich, darf ich das, kann ich das machen? Natürlich nach dem, also ich würde am liebsten so frei sein wie früher, bevor ich gerappt habe draußen, dass die Leute das mitbekommen. Ich habe ja einfach Songs gemacht, einfach so, was ich denke. Und das fanden die Leute krass. Deswegen habe ich den Namen bekommen, den ich dann habe. Ich müsste theoretisch mit dem Namen, den ich dann habe, natürlich genauso weiterarbeiten. Das, was ich denke. In Zeiten von Facebook und Einflüssen von Journalisten und allem ist es nicht mehr so leicht. Aber man das muss ist ja auch das Ding. Du bist machen, ja, und sich entziehen, sorry. Du hast ja die... Erwartungen dadurch geweckt, durch das, was du vorher gemacht hast. Also von daher gibt es auch eigentlich keinen Grund, sich so den Druck zu machen, zu sagen, ich muss jetzt hier dies und das auffahren und alles anders machen. Weil die Leute wollen ja auch das von dir. Einfach wieder ein Level weiter, weil du wieder ein Jahr weiter bist. Ich glaube sogar, wenn man das... Guck mal, bei mir war das immer so.
Savas erstes Album, Heilig. Dann kam immer weiter, ich habe mich mit an jedes gewöhnt und konnte mich mit allem arrangieren und habe es auch verstanden. Aber Classic ist Classic. Und ich glaube, was die Leute eh wollen, ist genau einfach nochmal dasselbe Album. Und das würde mich nicht zufriedenstellen. Mein Anspruch ist schon, es muss ganz klar besser sein als mein erstes. Es ist mein zweites. Ich habe gelernt. Ich muss die Frage, wie anders man es machen soll. Also ich meine, wenn man sich voll verändert und Bock auf einen neuen Film hat, verändert es sich eh. Aber guck dir jemanden wie Nas an oder so. Da hören die Leute Illmatic, feiern das voll. Dann macht er einen anderen Film, zieht einen Anzug an, hat eine Zigarre und ist mehr so auf Park wie Biggie. Ja, aber es gab dann auch voll viele, die ewig gesagt haben, er hat nie wieder was so Gutes wie Illmatic gemacht. Aber siehst du, das kannst du gar nicht umgehen. Er hat nach 7 Jahren noch gesagt, so, wann kommt das nächste Illmatic? Und er denkt sich so, wollt ihr mich verarschen? Also wie soll er ein nächstes Illmatic bringen? Also das gab es ja schon und ich finde das ist traurig, aber das ist die Wahrheit, das kriegst du immer wieder mit. Egal was man eigentlich bringt, es gibt zwar immer wieder die das auch cool finden, aber es gibt einen Kern, der nie wieder irgendwie erschrocken werden kann. Also den kannst du mit nichts mehr beeindrucken. Die haben das gekriegt, die sind so eine Erwartungen, die wollen genau dasselbe. Am liebsten muss ich, glaube ich, genau dasselbe Album nochmal releasen. Das würde die vielleicht glücklich stellen. Aber ey, ich versuche mich und alle da draußen glücklich zu machen. Ich therapiere mein Umfeld genug damit. Also ich mache es mir wirklich nicht leicht. Ich hoffe, das Ergebnis wird sich sehen, hören lassen können. Denke ich doch. Was sagst du ihm denn dazu, wenn er dir zwischendurch sagt, ey, check mal nochmal die Silbe und check mal nochmal das und ist das krass genug? Ich bin voll froh, dass es so läuft, weil ich kann auch mit jeder Silbe zu ihm kommen und er ist mehr oder weniger nicht mein einziges Feedback, aber das, wo ich schon am meisten Wert drauf lege und ich denke und hoffe umgekehrt auch so. Aber jetzt eben nochmal zu dem Thema, worüber ihr gesprochen habt, also bei aller Fanliebe und so, ne, Fans sind das, warum man das überhaupt alles macht, aber Fans lassen sehr oft außen vor, dass das ein Künstler ist und diese Entwicklung, die ein Künstler durchmacht, wird halt oft immer, genau, die wird halt immer damit gleichgesetzt, er hat sich verändert oder er macht jetzt dies, das, jenes. Wenn es nicht gerade aufgesetzt wirkt, das heißt, wenn jetzt Trip anfängt, wenn er jetzt eine Maske anzieht, dann ist es ganz klar, er will auf diese Maskenschiene aufspringen. Wenn er aber jetzt irgendwie ein bisschen seinen Sound geändert hat und weil er das so empfindet und spürt und wenn das auch so rüberkommt, dann, wie gesagt, bei aller Liebe, das muss dann einfach so hingenommen werden. Und wenn es dann nicht gefeiert wird, ich meine, mein Gott, man kann es eh nicht jedem recht machen, weißt du, und solange die Musik stimmt und gut ist und ehrlich ist, finde ich, darf da auch eine Entwicklung drin vorkommen, auch eine Veränderung. Ja, das Ding ist ja auch, es wird ja auch vielleicht übel genommen, wenn du zu wenig Entwicklung hast, von daher ist das ja eh das Ding. Die einen wollen genau das Gleiche und der Nächste sagt dann, ey, der hat sich null weiterentwickelt. Du kannst es keinem recht machen, nicht immer jedem recht machen. Es wird immer einen kleinen Haufen geben, weißt du ja, weißt du, der nicht zufrieden ist. Aber wenn man das könnte, wenn du jeden zufriedenstellen kannst, mein Gott, dann bist du, ich weiß nicht, dann bist du ja der Gott, also der Rap-Gott schlechthin. Nicht mal Gott, also weißt du, wie ich meine. Das soll ja auch spannend sein. Du willst ja auch keine Mainstream-Musik machen, wo du nur sagst, so für jeden muss was dabei sein und nichts darf irgendeinen stören und bla bla bla. Was glaubst du denn, wie viel anders es sein wird? Nicht sehr viel. Ich habe eben noch in einem anderen, ich arbeite schon an Embryo weiter, aber es ist nicht so, als ob es Embryo 2 oder Kleinkind heißen wird. Das sage ich heute auch schon zum zweiten Mal, aber es wird schon natürlich was damit zu tun haben. Ich hatte großartige Produzenten, ich will gar nicht das Album schmälern, ich finde es super, aber ich muss es natürlich für mich persönlich einfach toppen und ich glaube, da wird es schon eine hörbare Veränderung geben. Es wird auf ein paar Beats einfach schneller sein, ich mag mich einfach nicht auf langsamen Beats, das habe ich jetzt einfach für mich rausgefunden. Es wird einfach nur so sein, dass es mich zufriedenstellt, ehrlich gesagt. Ich habe ein paar Kompromisse bei Embryo noch gemacht, nicht das auch positive, die mir ein bisschen den Arsch gerettet haben, aber ich will lieber meine eigenen Fehler machen. Ich will also, was denn? Kannst du das sagen? Ja, es gab zum Beispiel Songs, die hatten 2, 3 verschiedene Beats, wo mein Favorite ein anderer war und eine andere aufs Album gekommen ist. So was ich heute nicht mehr machen würde. Wo ich einfach sage, ey, wenn ich ihn trotzdem besser finde, dann muss ich das machen. Das ist dann einfach so. Aber nur sowas, also wirklich, ich bin voll zufrieden mit meinem ersten Album natürlich. Aber es gibt immer sowas. Wie viel Auszeit hattest du denn nach dem letzten Album? Wie viel Zeit gab es, bevor du weitergemacht hast? Also ich bin eine kurze Zeit natürlich erstmal in dieses, ich habe jetzt ein Album, jetzt kann ich erstmal kurz chillen verfallen. Habe dann aber relativ schnell 2, 3 andere Projekte bearbeitet, so wo ich auch viel Herz und Zeit reingesteckt habe und dementsprechend auf der faulen Haut saß ich nicht. Aber aktiv wieder für mich arbeiten, zu spät ehrlich gesagt. Am liebsten hätte ich ein Jahr später nachgelegt, aber ich vertone mein Leben mehr oder weniger. Ich erfinde die Themen sehr, sehr selten und da muss einfach erstmal wieder was passiert sein, damit ich darüber rappen kann. Aber ich möchte nicht einfach mir dieses, weißt du schon, nicht die Maske, das will ich gar nicht sagen, aber dieses, ja, ich rede jetzt über Schuhe einfach so oder ja, wenn ich jetzt über Facebook einen Song mache, das wird bei vielen, das mache ich wirklich nicht. Wenn mich was juckt oder bei mir was passiert, schreibe ich darüber und es muss einfach wieder voll werden erstmal. Ich habe jetzt 5, 6 Songs, die in meinen Augen garantiert fürs neue Album gut sind. Ich muss also
Natürlich habe ich noch ein paar mehr Songs, aber fürs Album muss ich erstmal noch ordentlich was machen. Wie sieht es bei dir aus? Wir haben jetzt die ganze Zeit über das Motrip-Album gesprochen. Was geht bei dir? Ja, über mein Album können wir ja nicht sprechen, weil es noch keins gibt. Aber ich bin auch seit jetzt gut 2 Jahren, habe ich Songs gesammelt, die auch teilweise immer wieder über den Haufen geworfen wurden, weil man sich doch krasserweise sehr schnell entwickeln kann, irgendwie in kurzer Zeit. Und ja, also ich finde wirklich, morgen bin ich besser als heute und übermorgen besser als morgen. Ist richtig, ne? Genau. Auf jeden Fall habe ich aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich das erste Mal Songs gesammelt habe, wo ich vollkommen zufrieden bin, wo ich der Meinung bin, das war das, wo ich glaube ich darauf hingearbeitet habe. Und da gibt es auch jetzt irgendwie nicht mehr viel zu verändern. Das heißt, ich habe Songs gesammelt, ich könnte jetzt locker eine EP raushauen, dann könnte ich kurz darauf locker ein Album raushauen. So, ich wollte mir so einen Pool von Songs erstmal aufbauen. Bis gleich, wir sehen uns. Toxic. Ich freue mich immer, wenn ich dich sehe. Ich soll anscheinend weiter. Wir sehen uns, Alter. Sorry, tut mir leid, mach's voll um. Hey, wir sind doch durch. Was steht bei dir noch im Programm? Er muss scheinbar ein Interview nach dem anderen geben. Ich muss keins geben. Das war jetzt gerade, er hat mich zufällig hier hingerufen. Ich habe hier gar kein Interview. Mich will gar keiner interviewen irgendwie. Ziehst du dir Konzerte rein? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich. Ich weiß gar nicht, wer alles heute noch spielt. Aber ich freue mich übertrieben auf Tyler. Der spielt später. Den feiere ich sehr. Und vielleicht kannst du mir helfen. Wer spielt denn heute noch so? Das Ding ist vor allem, dass ich ja hier immer nicht mitkriege, wer hat schon gespielt, ist die Frage. Action Bronson müsste heute sein, hätte ich Bock drauf, wo wir gerade bei Amis waren. Joey Badass war noch Ami heute. Von Deutschen war heute noch... Ich habe Megalo ein bisschen gesehen. Ja, Mann. Bei den Orsons war ich leider essen. Und ich glaube, Tyler steht bei mir noch so ganz oben auf der Liste. Tyler ist immer so, bei dem hatte ich das manchmal so, dass ich den als Typ voll feier und dass ich das alles voll innovativ und voll geil finde. Aber manchmal dann auch wieder merke, dass ich Probleme habe, dass die Songs die ganze Zeit zu hören, weil es mir zu anstrengend ist. Ich weiß absolut, was du meinst. Die Songs sind definitiv anstrengend von ihm, aber ich tu mal die Beats weg und denk dir mal diese anstrengende Art weg. Also er ist ein krasser Lyriker auf jeden Fall so. So, ich finde ein bisschen vergleichbar mit Kendrick Lamar von der komplexen Art zu rappen. So. Natürlich andere Schiene, ja. Weniger anstrengend. Also Kendrick Lamar ist genau das Gegenteil. Total entspannende Musik, aber krasse Lyriker so. Also die packen in eine Line bis zu 20 Wörtern, wo andere 4 Wörter reinpacken, mäßig so. Und ich glaube, ich feiere aber auch extrem, wie du schon gesagt hast, diese Art von dem. Dass er einfach auf der Bühne, man weiß nicht, ob der vielleicht die Hose runterzieht, einen Haufen dahin legt oder ob der sich einen Fuß bricht und dann mit einem dicken Fuß weiter rappt und so. Das finde ich cool, er ist unterhaltsam auf jeden Fall. Und er geht aus diesem Raster raus, das finde ich auch ziemlich cool. So. Er scheißt einfach drauf, das finde ich ganz cool. Ja, ich gucke, ob ich es auch schaffe, an Simon's Tyler the Creator rein. Ja, sehr gern. Und ich Action Bronson auf jeden Fall noch. Nicht nur wegen dem Bart, aber das feier ich auch. Ich wollte es gerade sagen, aber ich dachte, das ist zu klischeehaft. Das hast du bestimmt auch schon 10.000 Mal gehört. Ich habe selbst den Plattenspruch gebracht. Ja. Nee, feier ich. Ich habe schon Ghostface immer gefeiert und jetzt hat er seinen Style übernommen. Wenn die nicht gerade parallel rappen heute, dann ziehe ich ihn mir auch mal rein. Lass mich vielleicht überzeugen. Ich muss sagen, ich kenne nichts von ihm. Ich weiß, wer er ist, wie er aussieht, was er macht. Er klingt gut. Ich kenne aber keinen Song. Vielleicht, wenn ich Zeit habe. Dann zieh ich mir das auch mal rein. Gibt es noch Deutsche, die du voll auf dem Zettel hast, die du voll gerne noch sehen willst, die hier sind? Morgen vielleicht auch noch? Bist du überhaupt morgen noch da? Wir sind morgen noch da. Also ich habe gestern leider Genetik verpasst, die hätte ich gern gesehen. Materia hätte ich auch gern gesehen, ist aber halb so schlimm. Den habe ich schon, glaube ich, 2 Mal gesehen auf dem Splash. Und jetzt musst du mir helfen, wer morgen noch spielt. Wenn ich mein Programm noch hätte. Chris, weißt du, wer morgen noch spielt? Ja, ich wollte heute noch Kreuzfeld Jakob sehen, fällt mir gerade ein. Die sind hier. Bitte? Heute oder morgen? Okay, wir haben gerade das Programmheft nicht. Es müssen auf jeden Fall noch ein paar sein. Ich sag mal so, egal wer es ist, wenn ich gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und Zeit habe, ziehe ich mir eigentlich alles rein. Ich boykottiere jetzt keinen oder so. Ich interessiere mich für die Shows. Aber es gibt halt Leute, da renne ich extra dann für hin. Bei anderen ist es so, wie gesagt, wenn ich da gerade zufällig bin, dann gucke ich mir das auch an. Ist das eigentlich die Acts, die hier sind? Dein Film und auch Motrips Film vielleicht? Oder ist es, hört ihr ja Straßenrap und das ist dann irgendwie ein Stück weit weg? Weil also, Straßenrap gibt es hier halt nicht. Wenn du das jetzt wirklich 1:1 vergleichen wollen würdest, dann ist das definitiv eher mein Film. Gar nicht jeder Einzelne jetzt, aber wenn du mir sagen würdest, das was hier so läuft oder Streetrap, dann definitiv eher das was hier läuft, weil ich mache jetzt selber auch keinen Streetrap und natürlich gibt es welche, die das gut machen, ich will gar keine Diskussion jetzt eröffnen, aber ich feiere das persönlich halt mehr so, ein bisschen Kreativität, also das ist immer so, man verfällt schnell in so, das hört sich an, als ob ich hate. So. Nicht, dass Streetrapper nicht kreativ sein können, ne? Ich will das jetzt nicht immer sagen. Was du meinst, Straßenrap ist halt... Ja.
harter Beat, wenige. 16er Hook, ja. Harter Beat, 16er Hook. Normal, da ist halt nicht so viel Künstlerisches genau. Halt so drin. Ich sehe mich eher, und ich hoffe dann, wenn meine Sachen dann endlich mal rauskommen, demnächst, ich will jetzt gar nicht sagen, wann, weil ich gar nichts dazu sagen kann, aber ich hoffe, dass ich dann auch so gesehen werde, weil ich würde mich schon selber als ein Künstler bezeichnen und nicht nur als jemanden, der rappen kann, weil ich mache meine Beats auch selber. Ich stecke in jede Sekunde Song ganz viel Detail rein und so. Und ich hoffe und denke auch, das wird gewürdigt dann am Ende des Tages. Aber wie gesagt, das klingt dann mehr hier wie ein paar Acts, die hier so spielen. Also das ist das, was mich auch mehr inspiriert auf jeden Fall. Bin ich gespannt. Schade, dass du noch nicht weißt, wann es rauskommt, aber sag Bescheid, wenn es kommt. Sehr gerne, sehr gerne. Danke dir, Alter. Danke dir. Viel Spaß bei Danke dir auch.